Und auch heute lege ich für euch die Karten. Und zwar, ich bringe hier die Reka-Skatkarten mit. Und lass uns schauen, was die Karten für dich sagen. Oh, heute ist auch ein Lichtportal, der 12.12. Kennt ihr auch die Energie? Also immer alle gleiche Tage, jetzt wie 11.11-Portal, 10.10-Portal, 9.9-Portal. Das sind so kraftvolle, lichtvolle Portale, wo man halt auch wirklich so durch bestimmten Tor geht und sich im Leben etwas neu auch ordnen kann. Das ist wirklich schön, denn du wirst auch diese Energie dieses Portales auch merken, ne? Nutze das auch für dich. Und jetzt schauen wir für dein Mr. Right, also wie das jetzt hier wirklich aussieht, ja? Es geht darum, also er wird hier etwas neu organisieren und also er arbeitet daran, also so nehme ich das wahr. Und ich nehme jetzt hier auch wirklich wahr, dass er dadurch auch mehr in seinen Selbstwert kommt und er wird auch dich ansprechen, kommunizieren und es geht auch ein Stück weit darum, karmisch, also etwas hier zu verändern. Und ich sehe jetzt hier auf jeden Fall, er wird Verantwortung übernehmen und zwar in deine Richtung. Und also du gibst ihm hier die Stabilität auf jeden Fall. Und ich sehe jetzt hier schon, dass er hier einen Neuanfang mit dir plant. Und zwar hier ganz volle Gefühl. Und zwar ein spirituelles Wachstum. So nehme ich das jetzt hier wirklich wahr. Und ich nehme jetzt auch wirklich wahr, dass er ja sich vielleicht auch zurückzieht dafür, denn er liebt dich total und die Anziehungskraft ist zwischen euch da. Und wie gesagt, es geht hier auch ein Stück weit hier, dass es sich dir verbunden fühlt. Dennoch ist hier ein Schmerz, denn er hat wirklich hier Verlustangst und ich sehe hier schon das Glück und ich sehe hier schon, wie gesagt, auch, dass es hier, dass er trotzdem durchhalten wird. Lass uns die Karten auslegen, ja? Denn wir machen jetzt 4 mal die 8. Das ist jetzt eine klassische Legung hier und ich hoffe, euch gefällt meine schöne Deko. Hier ja, diese wundervolle Engel hier. Schau mal hier. Jo. So, Schneekugel und also der Engel und der Mr. Right. Und lass uns nochmal die Karten anschauen. So, dein Mr. Right ist hier unten. Also so nehme ich ihn hier schon noch wahr. Also der ist energetisch schon ein bisschen tiefer als du. Also dich nehme ich jetzt wahr, dass du auch vielleicht wirklich Verantwortung übernehmen möchtest für dein Denken, für dein Fühlen, für dein ganzes Sein. Ja? Und da hilft dir dieses Lichtportal. Und wenn dir das fehlt, also ich kann dich da auch gerne unterstützen. Wie gesagt, du kannst natürlich auch gerne ja, an meinem energetischen Begleitung mit deinem Seelenpartner teilnehmen. Also da beginne ich um 23 Uhr. Das steht nicht
an meinem Webseite. Entschuldigung, nicht 23 Uhr, die Rituale sind immer 22, 22 bis 22, 44. Warum ist das so? Denn, also ihr Seelenpartner, also das ist die Zahl der 22. Da kommt ihr in der Vereinigung, da erfüllt sich etwas und das finde ich auch wirklich großartig und ich nehme das jetzt hier auch wahr, da, also da gibt es wirklich hier Veränderungen. Du schaust jetzt da und übernimmst Verantwortung, du arbeitest daran, du wächst. Allerdings, ja, es verzögert sich noch so ein bisschen. In deinem Unterbewusstsein möchtest du natürlich spirituell auch diesen Neuanfang auch spüren und fühlen und haben wollen. Und ich sehe jetzt hier, wie gesagt, deinen Seelenpartner, deinen Mr. Right, der will die Stabilität, der weiß um diese Seelenpartnerschaft, auch im Außen. Er weiß das und der hat auch, wie gesagt, eine unglaubliche, unglaubliche intuitive Seite, was dich anbelangt. Also, und ja, der ist so ein bisschen diplomatisch, ärgert sich auch manchmal über sich was, aber. Also in seinem Unterbewusstsein hat er hier, also auf jeden Fall möchte er mit dir eine feste Partnerschaft haben. Er möchte diese Stabilität haben. Und bei dir sehe ich hier, du ziehst dich zurück, du hältst auch deine Gefühle, die Verlustangst ist da, also wie gesagt, ist da. Allerdings, ich sehe hier schon das Glück und dieses Glück, was jetzt auch wirklich da ist, also dieses Glück, was da ist, sehe ich hier, dass du auch wirklich, ja, diese Verlustangst also ein Stück weit loslassen kannst und du wirst es durchhalten, ja, weil das ist deine große Liebe, das ist deine große Liebe. Die Anziehungskraft ist also unglaublich stark und was sehe ich denn jetzt hier? Ich sehe jetzt hier. Ja, ich sehe jetzt hier also auf jeden Fall, dass ja die Anziehungskraft ist einfach zwischen euch da, die Liebe ist da und wie wird es denn überhaupt ja bei dem Mr. Right weitergehen? Also ich sehe hier bei ihm, er möchte ankommen, also ein Zuhause finden, er möchte ankommen, ein Zuhause finden und er möchte auch, wie gesagt, dass also er möchte hier diese Nähe, die Verbundenheit, er möchte, wie gesagt, was ich jetzt hier sehe, also dass das also eine freudige Überraschung dir machen, das ist ihm wirklich bewusst und er möchte etwas verändern, er kommt auch in seine Selbstwert, so das nehme ich jetzt wahr, er wird auch dir was kommunizieren. Auch über seine Wünsche sprechen, über Nähe, Verbundenheit, über Telepathie zu dir. Großartig. Das erfährst du wirklich jetzt, ja. Und ja, ich sehe dich schon, dass du durchhältst, auch in deinem Selbstwert bist. Du bist ein bisschen diplomatisch, das nehme ich jetzt wahr. Und ich nehme jetzt hier wahr die große Liebe, das Ankommen im Außen. Und er, also auf jeden Fall geht es bei ihm darum, ja, bei ihm geht es darum, das ist noch was unentschlossen, arbeitet aber an seinem Glück. Er organisiert etwas komplett um. Und das ist doch wirklich wunderbar. Ich sehe hier da großartige Entwicklungen. Und jetzt wollen wir jetzt auch schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ich habe dir diese wundervolle Deck mitgebracht. Sprich mit mir, Orakel, wie es mit dem Seelenpartner oder Wunschpartner geht, ja, weiter, also mit deinem Mr. Right. Konzentriere dich, konzentriere dich. So, sollen wir das mischen? Also an dem 12-12-Portal, also möchtest du an diesem Lichtportal-Ritual teilnehmen, dann meldest du dich, ja. Einfach eine E-Mail schreiben, ne? Also die Preise kennst du. Immer 88, 88 und schau mal, er sagt hier Déjà-vu-Erlebnis, ja? Also Schicksal bestimmt den Zeitpunkt, also maximal 3 bis 4 Monate, dein Wunschpartner und du, ihr beide, kennt euch aus einem früheren gemeinsamen Leben, das Glück war euch schon damals nicht hold und es waren sehr schwierige Zeiten.
Die Liebe konnte nicht gelebt werden, ihr wart Opfer von Intrigen und umgeben von falschen Personen. Vermutlich wiederholt sich diese Situation auch jetzt, gerade zwischen euch. Wisse jedoch, dass ihr unter dem göttlichen Schutz steht und ihr beide einfach zusammengehört und dafür wird gesorgt werden. Vertraue. Und die Verbundenheit. Also dein Wunschpartner fühlt sich dir sehr verbunden und er will dich einfach nicht aufgeben, nicht verlieren. Du bist Geliebte und beste Freundin, eine für ihn. Bei dir kann sich fallen lassen. Ihr seid wie durch eine unsichtbare Nabelschnur miteinander verbunden. Ihr werdet euch niemals verlieren, selbst wenn lange Zeit dem letzten Kontakt vergangen ist. Sende deinen Wunsch, mit ihm vereint zu sein, im Universum ab und es wird geschehen. Vertraue darauf und ich unterstütze dich heute um 22.22 Uhr. Melde dich dazu an. Ich freue mich auf dich, sage Dankeschön und bis bald.